Der tägliche Blick hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele wird Ihnen präsentiert von Meisels Weiße. Mach's auf deine Weise. Die Leute, die zu Wagner gehen wollen, gehen. Und Cola und Popcorn sind nicht unbedingt störend dabei. Es werden 453 Leute erwartet. Wir werden die Säle Kino 6 und Kino 7 ab 15 Uhr öffnen. Ab 15.30 Uhr beginnt die Übertragung aus dem Festspielhaus. Erstmal denke ich mit einem Standbild, aber ab 15.45 Uhr wird die Live-Moderation von Frau Wagner erfolgen. Und ab 16 Uhr beginnt dann die Aufführung Parsifal. Vor allen Dingen die Brillanz der Aufnahmen, die verschiedenen Einstellungen. Man ist mitten dabei, man erlebt das Geschehen viel direkter, viel intensiver, als wenn man oben am grünen Hügel in der Menge sitzt. Ich war drin gesessen und habe vergessen, dass ich im Kino bin. Also von daher, es hat Gott sei Dank niemand Popcorn geknabbert. Es war mucksmäuschenstill, das war sehr schön, dass man sich schon drauf konzentrieren konnte. Es ist total interessant, einfach die Gesichter zu sehen, wie die Sänger atmen, artikulieren, singen. Es ist ganz anders. So hat man halt die Möglichkeit, dass man das mal erleben darf überhaupt, ne? Weil sonst ist es sehr schwierig, Karten zu bekommen überhaupt. Und dann sieht man mal, was überhaupt im Festspielhaus gespielt wird. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Aber die Sänger kommen gleich, geben Sie sich's auf. Die haben's verdient. So was habe ich noch nie gemacht. Und ich finde es ganz toll, so eine Stunde nach der Vorstellung. Die Leute sind immer noch so begeistert und klatschen und freuen sich. Also ich bin sehr glücklich, dass das alles stattfinden konnte. Und dass auch Leute in ganz Deutschland dann diese schöne Inszenierung dann mal erleben könnten. Ich wusste erstmal nicht, wo ich hin musste. Dann kam ich unten durch den Eingang und da war das Gejohle schon groß. Da wusste ich natürlich, wo es lang geht. Und das war schon schön, tolle Erfahrung, dass das hier so gut aufgenommen wurde und offensichtlich auch so schön funktioniert hat. Ja, die Leute sind ja begeistert. Also scheint alles gut geklappt zu haben, ja.